seit dem Corona-Crash mehr als verdoppelt und trotzdem gerade einmal mit einem KGV von 10 bewertet. Und genau deswegen schaue ich mir heute einmal den Zementhersteller Heidelberg Zement genauer an und werde prüfen, ob es zum aktuellen Kurs kaufenswert ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Cashflow. Beginnen wir direkt mit der Übersicht. Nach GIX gehört Heidelberg Zement zu der Industry Construction Materials. Ihre Gründung ist schon sehr lange zurück, und zwar war es im Jahr 1874. Ihr Börsengang hat im Jahr 2005 stattgefunden. Ihre aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 12 Milliarden Euro. Ihr Firmensitz ist in Deutschland und Ihr aktueller CEO ist Dominik von Achten. Und beim ESG-Rating gehören Sie zu den sehr guten, und zwar haben Sie hier AA. Kommen wir zum Geschäftsmodell, und zwar gliedert diesen Heidelberg Zement selbst in vier Bereiche. Der größte Bereich ist der Bereich Zuschlagsstoffe mit 62%, dann kommt der Bereich Zement mit 22%, danach kommt der Bereich Transportbeton mit 13% und als letztes kommt der Bereich Asphalt mit 3%. Schauen wir uns jetzt einmal an, was denn dahinter steckt. Die von Heidelberg Zement vorgenommene Gliederung in diese vier Bereiche macht aus meiner Sicht nur so halb Sinn, denn es ist einfach so, die ganzen Stoffe hängen letztendlich miteinander zusammen. Und zwar ist es so, dass Zement und die Zuschlagstoffe die Grundlage für Beton bzw. Asphalt sind. Und hier ist es halt einerseits so, Heidelberg Zement fördert diese Zuschlagstoffe und den Zement aus der Erde und teils verarbeitet dann Heidelberg Zement diese Stoffe weiter in Beton oder Asphalt und teils werden allerdings auch Zement und die Zuschlagstoffe an andere weiterverarbeitende Betriebe verkauft. Und deswegen ist letztendlich das Geschäftsmodell von Heidelberg Zement davon abhängig, wie viel Beton verbaut wird. Und genau dieses Geschäftsmodell schauen wir uns jetzt einmal mit Hilfe der Five Porters noch genauer an, um auch die Konkurrenzsituation einschätzen zu können. Beginnen wir mit der Macht der Zulieferer. Und hier kann erst einmal gesagt werden, Heidelberg Zement stellt ja den Beton dann auch selber her. Und dadurch sind sie nicht auf relevante Zulieferer angewiesen. Ihre größten Kostenblöcke innerhalb der G&V sind auch erstens die Energiekosten und zweitens die Personalkosten. Das heißt, hier ist keine große Macht der Zulieferer zu erkennen. Und deswegen komme ich hier auf einen guten Wert von 90%. Zu der Gefahr von Substitutionsgütern. Hier sieht es erstmal so aus. Natürlich, es gibt potenzielle Substitutionsgüter, zum Beispiel Holz oder Lehm. Allerdings ist es einfach so, Beton verfügt durch seine Eigenschaften, wie zum Beispiel der extremen Langlebigkeit oder Stabilität, zum Beispiel beim Infrastrukturbau, also bei Straßen, bei Brücken oder auch bei Hochhäusern, ja, ist es fast unersetzbar. Natürlich, es gibt so den gewissen Trend, gerade bei Privathäusern zu sagen, ja, gut, machen wir halt unser Haus selber aus Holz zum Beispiel. Da werden dann natürlich gewisse Kompromisse eingegangen, aber das ist durchaus immer wieder so gewissermaßen. Insgesamt sehe ich aber auch hier eine sehr stabile Grundlage. Soll heißen, Beton ist für mich erst einmal nicht wegzudenken und deswegen komme ich auch hier auf einen sehr ordentlichen Wert von 70%. Nun zu der Verhandlungsmacht der Kunden. Hier kann erst einmal gesagt werden, natürlich Beton oder dann auch Zement oder die Zuschlagsstoffe, die verkauft werden, das ist ein Produkt ohne Differenzierung. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr einheitliches Produkt und kein Kunde kauft den Beton nur, weil er unbedingt einen von Heidelberg Zement möchte. Es soll heißen, es gibt kein Markenimage, das irgendwie einem hier weiterhilft und weshalb man dann deswegen höhere Preise verlangen könnte, sondern Beton ist erst einmal einheitlich. Das spricht natürlich erstmal gegen Heidelberg Zement. Allerdings gibt es trotzdem zwei große Punkte. Erstens ist die Verhandlungsmacht der Kunden trotzdem sehr, sehr schwach. Ich selbst arbeite in der Baubranche und kann das deswegen eigentlich auch aus meinen bisherigen Erfahrungen bestätigen. Und das liegt einfach erstens mal daran, der Transport von Beton ist sehr teuer. Ja, kann man sich vorstellen, das über die LKWs zu transportieren, ist eben aufgrund seines hohen Gewichtes alles andere als günstig. Und zweitens, und diesen Vorteil ist letztendlich noch größer, das ist einfach ein physikalischer. Und zwar ist es so, dass dieser sogenannte frische Beton, das ist der flüssige Beton, der dann für den Bau eingesetzt wird, eben nicht unbedingt länger, also etwa eine Stunde transportiert werden kann, bis es eingebaut werden muss, da es sonst seine Eigenschaften verliert. Das heißt, es ist physikalisch gar nicht möglich, irgendwie jetzt zu sagen, ich bestelle jetzt aus China, sage ich mal, meinen Beton oder so, kostentechnisch mal ganz abgesehen, und lasse den jetzt hier einfliegen. Und genau deswegen gibt es häufig nur sehr, sehr wenig Auswahl an verschiedenen Betonherstellern für die einzelnen Baukonzerne. Und das ist natürlich schlecht für die Baukonzerne und gut
für die Betonhersteller. Und deswegen komme ich auch hier auf einen sehr guten Wert von 80%. Kommen wir zu der Gefahr von neuen Konkurrenten. Und hier kann man erst einmal sagen, das ganze Geschäft ist sehr kapitalintensiv. Das heißt, wenn ein Neuer sich gründen möchte, dann ist es so, muss erstmal ganz schön ordentlich Geld in die Hand genommen werden. Und sind wir mal ehrlich, wer gründet bitte ein Zementwerk, möchte Beton herstellen? Das waren in der Vergangenheit schon nur sehr, sehr wenige Neugründungen. Was spannend ist, was man im Internet immer wieder entdeckt hat, ist, dass sich neue Startups mit neuen Methoden zur Herstellung beschäftigen. Wieso? Es ist einfach so, dass alleine nicht die Zementindustrie für 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und deswegen gibt es da auch immer wieder Kritik gegenüber den Herstellern. Und somit besteht natürlich die potenzielle Gefahr, dass vielleicht ein Startup eine neue Methode entdeckt und dann damit auch irgendwie marktreif wird und dann eben auch von den Regierungen mit Geld massiv gefördert wird. Aber man muss auch hier dazu sagen, Heidelberg Zement selbst arbeitet stark an CO2-reduzierenden Herstellungsmethoden. Also erstens mal, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, Heidelberg Zement hat das ESG-Rating AA, also ist schon sehr gut. Und ich habe tatsächlich noch bei keinem Unternehmen, das ich bislang analysiert habe, so stark diesen Wunsch und auch den Wille festgestellt, AAA zu erreichen. So hat man sowohl im Geschäftsbericht als auch im Conference Call explizit dieses erwähnt vom CEO. Und man sieht, also wirklich, es wird wirklich daran geforscht, CO2 zu senken, neue Methoden zu machen. Man möchte beispielsweise bis 2050 auch einen Beton herstellen, der komplett klimaneutral ist. Und das zeigt mir, es besteht die Gefahr von neuen Konkurrenten, aber Heidelberg Zement gibt auch alles, hier selbst führend zu sein. Und deswegen komme ich hier immer noch auf einen guten Wert von 70%. Nun noch zur Rivalität innerhalb der Branche. Hier kann man erstmal sagen, das habe ich vorhin schon erwähnt, es ist einfach so, es gibt zwar viele verschiedene Hersteller, ja, aber für ein einzelnes Bauvorhaben haben wir meistens Oligopole, das heißt, es gibt vielleicht 1, 2, 3 zur Auswahl an Relevanten und deswegen sehe ich hier grundsätzlich keine große Konkurrenz innerhalb der Branche. Was negativ zu sehen ist, das ist ganz klar der Fakt, dass die Branche insgesamt nicht mehr besonders schnell wächst. In teils Europa oder USA sogar nur noch sehr langsam, da geht es vor allem nur noch über Preiserhöhungen vom Umsatz her nach oben. Aber Heidelberg Zement ist weltweit aktiv, das gefällt mir sehr gut, also in Europa, in Asien, in Afrika, in den USA, also in ganz Amerika auch. Und das finde ich wirklich stark, denn weltweit gesehen, vor allem in den Entwicklungsländern, da wächst der Verbrauch noch, und zwar um etwa 2% pro Jahr. Das ist zwar nicht besonders viel und deswegen, ja, es kann ja durchaus auch mal Grabenkämpfe geben von bestehenden Herstellern, aber immerhin noch etwas. Und somit komme ich hier insgesamt bei der Rivalität innerhalb der Branche auch auf 70%. Und damit sind wir beim Fazit der Branchenstrukturanalyse nach Porter auf einen sehr ordentlichen Wert von 74%. Kommen wir zum wohl spannendsten Teil dieser Analyse, der Bewertung. Und zwar beginnen wir wie immer mit dem Umsatzwachstum. Hier ist es so, in den letzten 3 Jahren ist Heidelberg Zement um etwa 5% pro Jahr im Umsatz gewachsen. Und zwar hat sich der Umsatzwachstum zusammengesetzt und so wird es meiner Meinung nach, da komme ich gleich jetzt auch zukünftig sein, aus erstens Preissteigerungen und zweitens Mehrabsatz. Dieses Jahr wird es aufgrund von Corona wohl einen Einbruch von -8% geben. Wie habe ich das herausgefunden bzw. ermittelt? Ich habe natürlich mal die ersten 3 Quartale von diesem Jahr in die Geschäftsberichte hineingeschaut und habe dann einfach mal vorsichtshalber dies weiter gespinnt. Soll heißen, da komme ich dann auf -8%. Es könnte aber auch gut sein, dass etwas besser ist. Denn vor allem stark betroffen war natürlich das 2. Quartal aufgrund von Corona. Trotzdem, wie gesagt, aus Vorsichtsgründen -8%. Dann ist es so, nächstes Jahr glaube ich auf ein etwas stärkeres Wachstum von wieder 5%. Und zwar einfach darum erstens mal, es wird wieder gebaut, es werden vielleicht manche Sachen ein bisschen nachgeholt, wo eben das ja jetzt nichts gebaut wurde. Und es können auch gewisse Konjunkturpakete kommen, die eben dann auch nochmal zusätzlichen Absatz fördern. Und dann gehe ich bis ins Jahr 2029 von einem Umsatzwachstum von 3% pro Jahr aus. Kommen wir zu den EBITDA-Margen. Und zwar ist hier erstmal so, in den letzten 3 Jahren hatten wir hier etwa Margen von um die 18%. Und jetzt kommt etwas, was mir richtig gut gefällt. Also wirklich richtig gut. Und zwar ist es so, wir werden dieses Jahr eine steigende und auch wohl rekordträchtige EBITDA-Marge von 21% erleben. Und das trotz noch einmal einem Umsatzeinbruch von -8%. Und das finde ich einfach unglaublich stark, dass man es wirklich so gut geschafft hat, hier die Kosten zu senken. Man hat hier auch wirklich ein richtig starkes Kostensenkungsprogramm
Programm vorgelegt, wo man etwa 1 Milliarde dieses Jahr an Kosten sparen wird. Und ich finde das wirklich stark, wie sie es hinbekommen haben. Natürlich sind das auch Sachen wie Kurzarbeitergeld sind da drin, weniger Investitionen sind da drin, aber man hat beispielsweise auch auf eine Managementvergütung abgesetzt. Und das gefällt mir wirklich so gut, dass man es nicht geschafft hat, in der Krise trotz starken Umsatzeinbruch die Margen zu steigern. Spricht für mich auf jeden Fall für das Management. Dann ist es so, nächstes Jahr und dann auch bis in die Jahre 2029 gehe ich davon aus, dass es bei etwa 20% sich einpendeln wird. Es ist so, ich glaube, es wird etwas höher sein als in der Vergangenheit. Erstens hat man gezeigt, dass man durch Preiserhöhungen die Margen in den letzten Jahren immer etwas steigern konnte. Und man hat auch gleichzeitig die Zinslasten immer weiter abgebaut, was sich auch positiv auf den Free Cashflow dann ganz am Ende auswirken muss. Und somit komme ich, wie gesagt, auf 20%, nicht mehr ganz so hoch wie das Jahr. Warum? Einfach deswegen, weil zum Beispiel Methoden wie Kurzarbeitergeld, die es in Deutschland oder auch etwas Ähnliches in den USA gab, nicht mehr gibt. Aber trotz alledem komme ich zum aktuellen Kurs somit auf eine sehr starke Renditeerwartung von 14% pro Jahr. Jetzt noch dranbleiben, wir kommen zu den Risiken. Und zwar sehe ich als ein Risiko auf jeden Fall, dass irgendwie zum Beispiel Holz noch mehr in wird, im privaten Bau zum Beispiel. Habe aber auch schon vorhin erwähnt, dass ich es für nicht allzu wahrscheinlich halte. Zweites Risiko, das sind vor allem Konjunkturrisiken. Und zwar ist einfach Heidelberg Zement, gerade was Umsatz angeht, sehr konjunkturabhängig, was man am Gewinn dieses Jahr zumindest positiverweise nicht gesehen hat. Aber das kann sich durchaus auch mal wieder etwas ändern, denn Heidelberg Zement verbraucht unglaublich viel Energie für die Herstellung von Beton. Und hier ist es einfach so, dass man damit auch sehr stark abhängig von den Energiepreisen ist. Diese waren weltweit gesehen dieses Jahr etwas geringer, das kann aber auch mal wieder eine Gegenbewegung geben und zum Beispiel dadurch eben steigende Energiepreise somit sinkende Margen, sinkende Gewinne für Heidelberg Zement bedeuten. Allerdings sehe ich hier langfristig kein allzu großes Risiko und somit auch hier eigentlich ein unglaublich sicheres Geschäftsmodell insgesamt. Und das ist dann direkt auch mein Fazit. Bei mir ist wirklich aus meiner Sicht ein wirklich solides Value-Unternehmen. Zum aktuellen Kurs auch immer noch definitiv aus meiner Sicht heraus kaufenswert. Denn erstens, ich habe gerade genannt, ich sehe keine allzu großen Gefahren, dass es diesen Konzern in 10 oder 20 Jahren nicht mehr gibt. Und zweitens hat mich dieses Management sehr stark überzeugt in dieser Corona-Krise. Wie gesagt, trotz sinkenden Umsätzen, Gewinne zu steigern, man hat sogar Schulden noch stärker abgebaut. Das sehe ich wirklich für ein richtiges Qualitätssiegel für das Management ist hier gegeben. Wer bis hierhin geschaut hat, ich sage danke fürs Zusehen. Ich freue mich auch hier über Qualitätssiegel, über meinen Kanal, also über einen Daumen nach oben und gerne auch über ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Kurz noch, die Discounted Cashflow Analyse komplett verlinke ich in der Videobeschreibung, wer auch meine anderen Annahmen sehen möchte. Sonst sage ich jetzt danke fürs Zusehen und ciao.